Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne hier diesen City Flitzer, einen Scooter zeigen. Und zwar ist es ein sehr stabiles Modell, anders als die billigen Varianten, sage ich mal so, für um die 20, 30 Euro, die man so beim Discounter kriegt. Das ist hier auf jeden Fall schon mal etwas Hochwertigeres und hält auch bis zu 100 Kilo aus. Meine Tochter, die fährt damit jetzt jeden Tag zur Schule. Jetzt habe ich mir mal kurz mitgenommen, damit ich euch ein Video davon machen kann und das euch mal präsentieren kann. Es gibt diesen Scooter in verschiedenen Farben. Also die Felgen sind dann anders. Und ich glaube auch hier die Metallrahmen. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber die Felgen auf jeden Fall. Die Reifen. Und wie ihr seht, gibt es hier auch schon einen Ständer. Den kann man hier herausziehen, damit dann der Scooter ordentlich steht. Und hier hinten haben wir gleich auch hier die Fußbremse, die dann auf die Reifen drückt und dann bremst. Natürlich sollte man ein bisschen vorsichtig damit umgehen, um nicht die Reifen viel zu schnell zu beschädigen. Dann seht ihr hier auch die Trittfläche, die ist sehr groß. Kann man mit zwei Füßen drauf und die ist auch sehr rau, damit ein guter Grip da ist. Dann schauen wir hier weiter. Hier unten haben wir einmal hier so einen Hebel zum Lockern und auf der rechten Seite zum Drücken, damit wir das Ganze zusammenklappen können. Ich schaue, ob ich euch das später dann zeigen kann noch. War ein bisschen schwierig mit einer Hand das Ganze. Dann haben wir hier vorne, wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, eine Federung. Hinten ist auch eine, zeige ich auch gleich. Dann seht ihr hier diesen Gurt, damit könnt ihr das Ganze dann tragen. Also ist mobil, das könnt ihr dann schön mitnehmen. Ich lege jetzt einfach mal das Gerät kurz um, damit ihr auch die Unterseite sehen könnt. Wie gesagt, hier hinten ist auch eine Federung. Und das merkt man wirklich, also beim Fahren merkt ihr das schon. Dann richten wir mal das Ganze hier nochmal auf. So. Die Handgriffe, die sind hier auch gummiert, gepolstert, also nicht gummiert, gepolstert und ja, so eine Art Schaumstoff. Und das Ganze lässt sich hier wegmachen. Ich mache es mal kurz und dann hier reinklipsen, wenn ihr dann das Ganze zusammenbauen wollt. Das Ganze geht auch mit der anderen Seite natürlich. Und dann könnt ihr hier diese ganze Lenkstange um ganze drei Löcher hier vergrößern. Ich habe es jetzt auf höchster Stufe für mich. Dazu müsst ihr aber hier auch den Hebel hier öffnen. So, ich baue jetzt das hier nochmal hier zusammen. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig mit einer Hand. Ich wollte eigentlich eine Runde drehen. Aber ein bisschen habe ich Angst, da dass das ein bisschen wackeliger Angelegenheit für mich ist. Muss ich mal schauen, ob ich es schaffe. Irgendwas damit zu machen. Auf jeden Fall ein bisschen schwierig das Ganze. Ein nicht so volles Gelände hier habe ich hier erwischt, leider. Ja, auf jeden Fall auf sauberen Strecken und Wegen ist es richtig angenehm damit rumzufahren. Bloß jetzt, wo ich hier bin, ist ein bisschen rappig, würde ich mal sagen. Es geht auch natürlich, aber wie gesagt, mit einer Hand habe ich ein bisschen Schiss, dass ich da nicht einen Unfall baue. Muss nicht sein. Ich kann schauen, ob wir das versuchen können, hier zusammenzuklappen. Das kann ich mir noch kurz vorstellen. Wie gesagt, macht ihr erst einmal den ganzen Lenker runter. Dazu machen wir das hier auf. So. Und dann muss man das natürlich hier lösen und runterdrücken. Das mache ich mal ganz kurz, Leute. So. Nochmal. So, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt mache ich das Ganze hier auch wieder zu. So. Und dann tun wir auch nochmal die Griffe hier rein. So. So schaut das Ganze dann aus.
und dann könnt ihr das, wie gesagt, hier zusammenklappen. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil das ein bisschen schwergängig geht, sage ich mal. Dazu müsst ihr das da hier öffnen. Ich muss mal gerade ein bisschen mehr Kraft, die aber in der anderen Hand ist. Das habe ich vorher zu fest gezogen. So, das habe ich jetzt hier gelockert. Und ihr müsst jetzt eigentlich hier bloß drauf drücken und dann lässt er sich zusammenklappen. Ich probiere das jetzt mal. Seht ihr? Es geht ein bisschen schwergängig bei mir, ob ich jetzt einfach Pech gehabt habe mit dem Modell hier. Ich muss dann hier noch ein bisschen nachhelfen und hier drücken. Und das Ding hier muss ein bisschen reingehen und dann kommt er zu mir rüber. Schauen wir mal. So. Ihr seht. Und jetzt kann ich das Ganze hier zusammenklappen, arretieren und dann so auch mittragen. Feine Sache, wie ich finde. Wie gesagt, das Einzige, was mich stört, ist jetzt hier diese ganze Geschichte mit der Zusammenklapperei. Wie gesagt, vielleicht habe ich bloß Pech gehabt und es ist einfach so bei meinem Modell jetzt gewesen. Ja, aber es geht, ein bisschen nachhelfen, das klappt schon. Meine Tochter, die tut den eh bis zur Schule fahren und dann tut sie ihn bloß festmachen, das klappt dann auch ganz gut. Die braucht ihr nicht zusammenfalten. Ja, das war's eigentlich von dem Scooter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und falls ihr irgendwelche weiteren Infos braucht, einfach in den Kommentaren. Danke, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.